Jo, da sind wir wieder. Runde neues Glück. Und wir wählen eine Map aus. Was nehmen wir denn? Ach, machen wir wieder per Zufall. Das ist am besten. Oh, Schwarzheit. Eine Viking-Map. Oh, das sieht gut aus. So, wollen wir die nehmen? Finde ich gut. Wahrscheinlich spawn ich wieder ganz unten rechts. Und du über, irgendwo oben. Dann wo schaffen wir niemals drankommen. Viele. Okay, also Physikobjekte. Weißt du was, ich mach die Minen mal aus, dann ist es ein bisschen besser. Ja, die Minen sind echt ätzend. Ei, Keil, ja. Kann man ja so später wieder anmachen. So ja, ja, klar. Ja, dynamisches Wasser halten. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr fandet die erste Folge gut. Wir sind wie gesagt in der nächsten. Mal schauen, wann Hans dabei ist. Die lädt schon wieder, ne? Ah, jetzt. Oh, wir hängen alles aufeinander. Oh je. Haben wir hier eine Jihad-Bombe aus PTT? Die gibt's leider nicht. Schade. Oder hättest du. Nee, du hast doch mit gewonnen. Du hast noch zwei andere woanders. Gott, oh Gott, oh Gott. War ja klar. Geht gut los. Ja, aber. Genau, stell die da drauf. Oh nein. Die ist gerade runtergefallen, ich hab's gehört. Warte mal. Hier die Lenkrakete, die kann ich schon nicht haben. Nein, die will ich nicht haben. Schlechteste Punkt, wo man starten kann, ganz ehrlich. Also jedes Mal, wenn du dich von diesem Holzschiff im Hintergrund dieses Holz knarrt, denke ich, das kommt entweder von mir oder von dir. Ja. Das ist so nervig. Wie aktivieren wir den Fallschirm? Auch mit Leertaste? Ja. Wow, hat voll gebracht. Wie der andere Bohrer von Gleche, ne? Der war eine halbe Sekunde offen und ist wieder zugegangen. Der Fallschirm ist wirklich... Erst das macht die... Oh, guck mal, die Michelle hat sich gerade gefreut, diese Blöde. Ja, Benny wird jetzt sterben wahrscheinlich. Boah, weiß nicht, wenn du Wasser haben willst. Ja. Find ich gut. Tschüssi! Ja, ich bin Gamer, ich muss sowieso mal wieder duschen. Einmal im Jahr wenigstens. Zu Weihnachten. Ah, Weihnachten ist ja nicht mehr. Wie gesagt, es kommt ja noch. Ich glaube, hier könntest du eigentlich gut mit der Schrot arbeiten. Bulli, geh weg. Ich muss da durch. Spring drüber, wenn's geht. Das ist gut. Oder? Oder das Sandwich. Oh, das war gut. Legt der eigentlich automatisch immer nach oben oder muss man das auch irgendwie einstellen? Nee, ich glaube, das geht wirklich nur nach oben. Ich leg mir doch den Schläger. Ist besser. So, die zwei Dicken unter sich. Pass auf, das ist der Bronze. Jo, Alter! Komm dir mal entgegen, falls du gleich wieder dran bist, den Bonze. Kannst du dich rächen. Jawohl. Siehste. Du müsstest ja die unnötige Länge ziehen. Schön ins Gesicht. Und das ist ja schon.
Das tot, warum? Warum hat Hans eigentlich so einen riesen Schädel als Wurm? Ich glaube, das ist, so ein Professorenschaf. Professorenschaf. Ich habe ein Superschaf gerade eingesammelt, deswegen. So ein ganzen Würmchen. Moment. Oh, Alter, ich drücke über die falschen Tasten. Das geht's halt. Oh, 30 Sekunden habe ich ja noch. Ja. Krakete in die. Jawohl. Na ja, gut. Hätte klappen können. Finde ich gut. So muss er laufen. Okay. Das Schiff macht einen wahnsinnig und dieses Knarzen. Ja, das nervt wirklich. Soll ja nicht so auf nächster Nähe machen. Na, jetzt kannst du zweimal schießen. Ja, ich weiß. Bam. Hast du mir selber Schaden gemacht? Nein. Nee. Geld, keine Sackmine. War ja klar. Ach ja. Macht ihr jetzt heilige Granate oder? Nö. Ja, bringt Bulli um. Bring dich selber um, genau. Was ist das? Hubskissen. Du, das ist wirklich. Das ist, damit kannst du kannst die Gegner und ja und dich vergiften. Okay. Und das macht auch Furzgeräusche. Alleine dafür müsste man das holen. Eigentlich müsste ich Bulli und Hannes mal austauschen oder so. Weil das passt irgendwie gar nicht. Tschüss Felix, ne? Der ist schon mal tot. Ach, die ist ja auch noch da. Mimi muss jetzt Felix retten, hallo. Und die fliegt aus der Map raus. Was ist in der blauen Kiste? Was ist das? Was? Die blaue Kiste, was ist da so drin? Wurmauswahl war da drin. Ja, wow. Auch nicht hin. Auch nichts Spannendes. Was hat er da in der Hand? Aber was wohl? Ja, Lenkrakete. So, das war Felix. Boah, das war dein Alter. Und das war Bulli. War Bulli. Ach ja, der Schleudergang. Wo ist denn der Rest von dir? Das Mimi, der ist Hans. Jetzt ein Luftschlag, das wäre perfekt. Das wäre es jetzt. Auswählen. Ja, voll. Oh oh. Machen wir mal hier hin, damit er vielleicht sogar beide trifft. Ne, ich glaube, da wird nichts, wenn du da machst. Ah, ich kann das auf beiden hinten. Naja, das wird auch nichts. Schade, wenn er auf der anderen Richtung gekommen wäre, ich vielleicht sogar beide. Ja, ich finde es ein bisschen. Blöd, dass man es im Nachhinein nochmal ändern kann, in welche Richtung. Naja. Genau, roll runter da. Yay. Das hilft jetzt auch.
Alter, was machen die da unten? Hm? Ja, guck, wo diese Bulli und Bronze so drin waren. Bei der Waschgang. Ja, die haben Spaß, auch nach dem Tod. Nein! Ich dachte schon, der hätte mega gut geworden. Oh nein! Schau, wenn ich irgendwie selber nochmal auslösen kann. Das ist so perfekt gewesen. Was ein Vernichtungswaffe, da komme ich aber leider nicht dran. Ah, ach, guck mal, jetzt hört es auf da unten. Oh, das ist ja langweilig. Oh, ich dachte, es geht so weiter. Zeit für unkreativ. Der Mega-Mörder, nee, doch, oh, nee, der ist scheiße. Was hat das eigentlich mit Beck auf sich? Hm? Mit Beck. Keine Ahnung, das war so ein Standardname. Der ach, war doch Standardname, auch so. Ich dachte, war halt irgendwie einer aus deinem Umkreis oder so. Naja. Ich habe mir auch gerade überlegt, eigentlich müsste ich ja neben Mimi oder so mich, dich, Annika, Jackie, was weiß ich noch alles mit reinpacken. Boah, aber sei froh, dass du gestern beim Stream nicht dabei warst. Vor allem, die wollten gestern DayZ zocken, wollten auf diesen Experimental-Server, das hat überhaupt nicht geklappt. Ach, jetzt beim Dennis oder? Ja, ja, bei Dennis. Dann haben sie ein bisschen GTA gezockt, dann war aber. Ich hab falsch ausgewählt. Na, mach einfach. Jawohl. Oh, hast aber gut getroffen. Alter. Oh, aber durch die Mitte. War eigentlich nur so eine Verzweiflungsschuss gerade, weil die Zeit war so. Ja, der war aber super. Genau, Michael, spring da rein. Oh nee. Geh ein bisschen schwimmen. Ich hab das wieder nehmen. Aber apropos Felix und Mimi, die sind ja sowieso zusammen. Mhm. Aber man hat gerade auch bei Twitter geschrieben, dass sie keine Luft mehr bekommt, weil sie so aufgeregt ist. Oh nein! Ach schade, ich wollte die Kiste noch gönnen. Voll ein Mega-Mörser oder was? Der ist ja unnötig. Obwohl, eigentlich ja nicht. Hat er gerade getroffen. Na, wie gesagt, ich wollte dich eigentlich auch auf die Kiste schleudern. Oh, Michel. Nee. Was war da unten? Wasser? Unter dir ist Wasser. Ah, ist ja kein Abgrund, statt wenn du nur. Nee, der ist aber nur. Außer also, unten ist da so eine Heilungskiste. Macht ja noch mehr Sinn, dass ich jetzt da hinten schicke. Verdammt. Ja, oh. Warum immer 35? Oh nein. Oh ja. Bis back. Ja, guck, wir haben jetzt auch erwischt. Jetzt geht wieder diese Party ab. Das kann nicht erreichen, nichts anderes. Könnte man ja auch so ein GIF rausmachen. Mimi, ne? So, jetzt sind wir Hans und unkreativ da. Jawohl, Hans, jetzt geht's los. So fett, ich komm den Ding nicht hoch. Ja, wie gesagt, ich nehme diesen Schweißbrenner und bohre ich da jetzt ein Stück hoch oder so. Schweißbrenner. Luftdruckbohrer oder was meinst du? Nee. Oder Brenner. Ja, das ist ein Brenner da. Du musst schon aktivieren. Wenn du nochmal drauf drückst, kannst du wieder stoppen können. Okay, das war viel. Das war viel. So, mal sehen, was es hier Schönes gibt. Einmal Brenner. Na toll. Teletausch und eine Schrotflinte. Bringt dir alles mit auf der Entfernung. Oh. Oh nein, er hat was gefunden. Oh nein. Ah. Oh nein, prall bitte
irgendwo ab und fall zurück. Gute Runde, viel Spaß in der nächsten Folge. Da freut er sich ganz. Boah, das war jetzt die Revanche von eben. Ja, das war wirklich die Revanche. Und Jan, dann kommt 1-1. Ja, das, diese war schneller vorbei als die andere Folge. Guck dir mal die Liste da an, da bist nur du. Du kannst auch runterscrollen. Ja, das bist nur du. Jo. Gesamtstatistik, ja, da kann man. Ja, du hast 96 Schaden angerichtet. 125 Schaden erlitten? Ey, Mann! Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.